Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die neue Welt, vielleicht ist wahrscheinlich besser, ne? Die neue Welt ist doch, glaube ich, dann, das muss ja irgendwie das eine Art Tutorial sein, das erste Level sein, oder? Klären wir mal kurz ab. Vielleicht kann mir ja jemand sagen, ob die neue Welt das bessere Level ist. Denn ein richtiges Tutorial gibt es ja hier nicht. So, die Hoffnung auf Neuanfang, großes Gold vollkommen lockte schon viele Siedler in die neue Welt. Ja, neue Welt, Meister und Woods, Golden Canyon. Das ist vielleicht besser. Genau. Okay, dann fangen wir an mit die neue Welt. Das heißt, Achso, hier ist ein Katzenhaar. Mein Mikrofon. Was ist denn das hier? So. Das heißt sozusagen, also unsere drei Helden bereit erklärt für den König ihre Heimat, eine neue Siedlung zu errichten und dafür ein Schiff und damit die Fahrkarte ins Land des Goldes zu erhalten. Und so macht man sich mit großen Erwartungen auf den Weg, neue Gebiete zu erforschen und unermessliche Reichtümer zu finden. Ein Siedlungsszenario für Einzelkooperativ Hinweise. Ziel des Spiels ist es, die Errichtung aller vorgegebenen Gebäude, das Verbinden der Telegrafenmasten sowie die Erwirtschaftung von 300 Klunkern. Der Trapper versteht sich bestens auf die Verschaffung von Zubereitung und von Nahrung. Das, glaube ich, ist sinnvoller. Dann, Leute, gehen wir mal rein. Die neue Welt. Komm, hier kannst du mitmachen, Catchy. Schade. Eine halbe Stunde gespielt an einer total schweren Runde. Das war sinnlos. So, Bombenmap ist da. Dango ist da. Catchy ist auch da. Wir sind also zu viert. Vier von möglichen 12 spielen wir. So, jetzt Manu, gucken wir uns gemeinsam erstmal an. Das werden wir wahrscheinlich erstmal kennenlernen, wie man hier richtig Nahrung zubereitet und so. Ich starte mal. Super Ball für Bomben-LP. So, ich bin Jim. Henry, da sind wir. An diesen Hut muss ich mich wirklich noch gewöhnen, sagt William. Okay. Klonkerika, das Land des Golden und der unbegrenzten Möglichkeiten. Achso. Nun, für mich sieht es beides gerade sehr begrenzt aus. Alles klar? Was wolltest du auch mit einer Fackel bei einem Sprengstoffen? Bei den Sprengstoffen. Achso. Ich wollte sehen, ob sie vielleicht nass geworden sind. Jedenfalls gut, dass wir zumindest schon etwas abgeladen hatten. Lasst uns also schnell die Siedlung errichten, die der König im Tausch für das Schiff wollte und wieder etwas Geld sammeln. Gut, das ist das Ziel. Wie kommen wir dann von hier weg? Ich schicke einem alten Freund von mir, der bereits hier ist, ein Telegramm, um uns abzuholen. Aha, wir müssen also Telegrammmasten ja verbinden. Wir müssen uns nur sehen, ob wir irgendwo einen Masten des örtlichen Telegrafennetzes finden, an den wir uns anschließen können. Na, siehste? Denkt aber daran, dass der König die Verbindung wegen ankommender Schiffe in Ufernähe wollte. Wir sollten also auch diesen Masten hier verbinden. Na gut, dann wollen wir mal. Klingt auf jeden Fall nach Arbeit. Spielstand speichern. Machen wir mal. Klingt nach einer Menge Arbeit. Wir haben hier eine Menge Klonks rumrennen hier gerade. Das sind alles Trapper-Heinis. Tripp, tripp, der Tripper, trapp, trapp, der Indianer oder so ähnlich, ne? Also so, springe jetzt ins Wasser und bring mich fast selbst um. Die Haie, da unten ist ja auch, ach, unser versunkenes Schiff, die Black Pearl. Dann bauen wir da mal schnell. Ach, wir haben sogar einen Wagen, einen Planwagen haben wir sogar. Was ist denn da drin? Das Holz und so, ach. Leitungsbausatz, ein Hammer, ein Bausatz, Fleisch, gekochtes Fleisch. Ihr musst erst mal rausfinden, wer ist. Sehen ja alle braun aus hier. Richie ist Bomben-LP, okay. Was ist denn das mit dem Stein hier? Kann man den wegkloppen? Nein, ich bin Richie 2. Wie bitte? Richie 2 bist du. Ich bin Richie 2, nicht Richie. Weil wenn ich schon Richie 2 heiße, dann muss es schon irgendeinen Richie hier geben. Okay, ich habe drei Figuren. Ich habe den Jim. Ich habe den Henry. Und ich habe den William. So, da wird schon was gebaut. Metall. Holz. Das ist alles im Planwagen drin. Das wird hier gerade gebaut, eine Bank.
Ich guck mal, ob wir da in das Haupthaus reinkommen. Warte, lass mich mal ganz kurz. Welcher bin ich denn jetzt? Der da bin ich. Aha, da ist was. Ah, das ist unser Haupthaus. Hier können wir also Sachen kaufen, zum Beispiel Lehm. Okay, dann mache ich mal. Es gibt keine Bank mehr. Keine Geldgeschäfte möglich. Hä? Ah, deswegen haben sie gerade eine Bank gebaut. Aha. Geld abheben. Okay, jetzt habe ich einen Geldsack. Und bring den Geldsack hier drüben mal rein. Oh. Das können wir nicht mehr verlieren. Na, das weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Aha. Ich habe schon mein Lehm. Jetzt grabe ich mal hier hoch ein Lehm. Und dann müssten wir doch den Planwagen darüber geschoben kriegen. Wollen wir mir kurz mal helfen? Ich krieg den Planwagen nicht da hoch. Ja, siehst du? Jetzt hängt er fest. Ah, noch ein Stück, noch ein Stück. Der hängt hier fest. Jetzt haben wir. Mit geballter Kraft geht's, siehst du? So. Halt, stopp. Da haben wir schon mal den Planwagen hier an der Bank. Okay. Jetzt schaffen die ganzen Sachen erstmal rein. Okay, ich helfe mit hier. Erstmal alles in die Bank rein. So. Oder in den Planwagen. Jetzt weiß ich nicht, wo es drin ist. Vielleicht ist es im Planwagen drin alles. Ja, da ist sehr leicht ist der jedenfalls nicht. Ja, okay. Wir haben jetzt alle Bäume im Planwagen. Was ist das hier? Wompfbeer-Whisky. Okay. Na gut. Ich gehe mal einen Schluck trinken erstmal. 13% habe ich. So. Ja, ich habe genug getrunken. Okay. Jetzt brauchen wir wieder sicherlich Knochen. Ich nehme mal an. Herstellung. Ein Hammer. Knochen und Holz. Okay. Also wir müssen jetzt wieder gucken. Wenn die jetzt hier auch schon alle Knochen ausgegraben haben, ne? Stehen wir natürlich ganz schön blöd da. Ey, Wipfe, diese blöden Hasen. Och nö. Die zergraben uns die ganze Karte. Kann man die verkaufen? Früher konnte man mal die Wipfe einfangen. Heute geht das nicht mehr. Birdmap, hast du schon einen Knochen gefunden irgendwo? Nö. Ich versuche immer noch hier auf die Steuerung klarzukommen. Aber hier sind auf jeden Fall schon mal Bomben. Mit denen kommen wir hier irgendwo durch. So, jetzt bin ich auf K. Okay. Oh, jetzt hat er Glück gehabt. Zwei Bomben. Okay, da ist ein Dinosaurier-Ei. Da ist noch ein Dinosaurier-Ei. Ich habe mal zwei Bomben. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, dass wir das in der richtigen Reihenfolge auch werfen. Da können wir dann mal drüben durch. Da ist ein Pferd! Ich habe ein Pferd gefunden! Diese blöden Wipfhasen, ey. Die nerven. Oh, das sind auch Büffel! Ah! Da kommen wir also mit Sicherheit, das war nicht das... Wie kann man denn das... wechseln. Die Reihenfolge im Inventar. Hast du das schon rausgefunden? Aha. Ich habe ein Holz gefunden. So. Sammeln wir erstmal alle Klonks zusammen. Hier, kommt mal alle her hier. So, jetzt habe ich erstmal alle Klons. Zack. Dann versuchen wir noch diesen Stein hier wegzuspringen. Der nervt ja auch. Jetzt haben wir hier erstmal ein paar Steinchen. Hopp. Hopp. Okay, wir müssen also absolut rausfinden, wie das hier funktioniert, das ganze System. Jetzt sollen wir noch eine Bombe sammeln. Oh, er sprengt hier auch schon. Unten sind noch mehr Bomben. Das Gold. Der Henry. Der macht das. Hier haben wir Lehm. Gold. Nochmal Gold und nochmal. Ja, okay.
Holen wir uns eine Bombe. Ah, cannot find the music. Der Music-Server geht hier nicht. Aha. So, mit dem habe ich schon mal eine Bombe. Ich gehe noch mal noch weiter sprengen. Dann kommen wir drüben bei den Bisons raus. Diese Hasen, ey. Geh bloß weg. Ich kann den auch behalten, den Stein. Warum mache ich jetzt weg? So. Und dann. Hier unten ist noch eine Bombe. Guck mal, wie gut ich das mache, hä? Drei Leute hintereinander graben sich hier einfach durch. So. Er hat eine Bombe. Hasi, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir klonken mal wieder hier. Stein, Gold, okay. Und Bombe-LP macht das auch, der buddelt auch. So, hier hat der hat nur Gold. Der hat Stein und Gold. Und hier, der hat eine Bombe. Zack, dann gehen wir nochmal sprengen jetzt. Und hopp. Und hopp. Ja, ihr könnt jetzt neue Pokémons Skirinus fangen. Wir gucken dann mal, ob wir den Stein da vorne in der Ecke wegspringen. Der nervt ein bisschen. Mann, wie blöd. Ich bin so doof, ne? Das hätte ich auch wissen müssen. Da sind ja noch ein paar Bomben, haben wir noch. Können wir auch Bomben kaufen? Mal gucken. Wir haben 30 Gold jetzt momentan. Ich guck mal ganz eben kurz, ob ich hier... Klumpen verkaufen. Ja, okay. Okay, man kann ein paar Sachen verkaufen. Und dann kann man sich auch ein paar Sachen einkaufen. Ein Cowboy und ein Trapper kann man... Ach, genau. Die sind ja unterschiedlich. Die unterscheiden sich darin, ob die Essen herstellen können oder so, ne? Ob das rote hier Bombensteine sind? Wenn man die sprengt, fliegt wahrscheinlich alles in die Luft, wa? Da oben ist ein Wasserfall. Ist das eigentlich ein Never-Ending-Wasserfall, oder? Oh. Versuch's doch mal. Ja, Manu. Stifte mich nicht zu sowas an. Die Superbomben-Sachen hier. Kommt mal alle zu mir. Wir brauchen Energie. Na geil, brauchst du auch noch ein Windrad? Hopp. Okay, wir sprengen gleich mal so einen roten Stein. Wir probieren das mal aus. Wir checken, was passiert. Ich sammle mal schnell das ganze Gold hier hinten ein und so. Zack, 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 zack. Okay, jetzt machen wir erstmal ganz entspannt hier. Runtergraben, vorwärtsgraben. Hier runtergraben, vorwärtsgraben. Hier runtergraben. Ah, Mann. Ist so gut, dass er nicht so weit gräbt. Stopp. Stopp. So. Sammeln wir hier alles ein. Ach, da können wir ein bisschen was verkaufen. Guck mal, die anderen Leute bauen einen Fahrstuhl. Da habe ich schon alles unten weggeputtet in der Zeit. Jetzt verkaufen wir Kohle. Der Bombebär hat einen Fahrstuhl gebaut. Wie nice. Den habe nicht ich gebaut. Ich glaube, den hat Catchy gebaut. Ach so, ah. Okay, ich dachte, du hast ihn zu Ende gebaut. Nein, bei weitem nicht. Aktivieren, verkaufen. Ich habe ein Bienennest. Ein Bienennest zum Verkaufen. Okay.
Achso, jetzt machen wir eine Sprengladung. Achso, das war doof. Ich versuch's mal von hier. Okay, was machen wir eigentlich mit den ganzen Bäumen? Was machen wir jetzt eigentlich mit diesen ganzen Bäumen, die wir im Planwagen haben? Den werden wir nachher brauchen, um Holz damit herzustellen, glaube ich mal. Ja, soweit war ich auch, aber haben wir hier sowas wie ein Sägewerk oder sowas in die Richtung? Wie heißt das? Noch nicht. Müssen wir ins erfinden vielleicht. Bausätze können wir kaufen. Da können wir gleich mal gucken, das stimmt. Ich hab mich nämlich dabei. Ich will hier nämlich nur noch schnell mich mal durch. Oh, ein Apfel, ich hab einen Apfel! Ich hab einen Apfel! Wollen wir denn diese große Halle unten als für weitere Bauwerke nutzen oder wofür hast du das hier unten jetzt gegraben? Also das, da können wir natürlich alles Mögliche machen. Ich hab das aber vor allem gegraben, um an die Rohstoffe ranzukommen. So, jetzt habe ich erstmal ein kleines bisschen, jetzt machen wir mal Feuer. Achtung! Quitschi-Sprengmeister am Start. Okay, Sägewerk hätten wir theoretisch. Ich habe mich wieder glatt angestellt. Ne? Ich will nicht sagen, das war wieder eine Meisterleistung von mir mit dem Sprengen. Das war wieder eine absolute Meisterleistung. Hat jemand Hunger? Hast du Hunger irgendwie? 26%. Hier hält sich das ganz schön in Grenzen. Ja, das stimmt. Ich habe nämlich gerade einen Apfel vom Apfelbaum geholt. Ich könnte ja den Apfel mal in die Bank legen. Aber wenn man jetzt rausgeht und sagt, ich gehe mal was essen, mal gucken, was er dann macht. Genau, er geht in die Bank und isst einen Apfel. Das siehste. Sehr gut. Das muss ich nochmal probieren. Ich habe mich ein bisschen klappen gestellt. Beim Sprengen gerade. Ha, du hast Bienen freigesetzt. Hilfe! Warst du das oder Catchy? Einer von euch hat ich war das. Vor allem alles voll. Wie viele das sind? Ich hab zu spät gemerkt, dass es so ein scheiß Nest ist. Fuck! Ich find's ja witzig, wie viele das einfach sind. Verschwinden die irgendwann mit der Zeit oder wie ist es bei denen? Naja, also die verschwinden mit der Zeit. Die Zeit ist halt nur so eine Frage, ne? So, nochmal ein Sprengmeister. Ja, bitte! So, sag mal, dieser Wasserfall, das hört er nie auf? Holz, Stein. Warum sammelt das keiner ein? Sind die doof oder was? So, ich habe einen Bison vor mir und ein Pferd. Die Frage ist, was machen wir mit denen? Hier sind noch ein paar Bäume. So, wir haben den Weg hier frei. Da oben ist eine unendliche Wasserquelle. Was soll's? Hopp. Das ist ja auch da. Ich denke mal, dieser komisch hässlich. Auch das Windrad, wie hässlich das aussieht hier. Das ist typisch im Western-Style. Ah, okay.